Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist mein allererstes Auto, das stellen wir euch heute vor. Viel Spaß! Wie ihr gerade im Carport gesehen habt, handelt es sich hier um einen VW Golf 4er und den stelle ich euch heute einfach mal vor. Wir fangen auf jeden Fall erstmal an mit dem Exterieur und dann kommen wir auch noch zum Interieur und da zeige ich euch auch noch mal ein paar Sachen, denn ich habe auch schon ein paar Upgrades wieder getätigt. Bevor wir das Ganze aber machen, komme ich noch zu ein paar Informationen von dem Auto. Der Golf hier ist von 1998, der hat einen 100 PS starken 1,6 Liter Motor mit 4 Zylindern. Der hat auch mittlerweile schon 269.000 Kilometer runter, was auf jeden Fall eine richtige Menge ist. Ja, unter anderem hat er halt ganz normalen Frontantrieb und der Verbrauch liegt bei ja durchschnittlich 8 Litern pro 100 Kilometer. Es kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Landstraße und Stadt. Also schauen wir uns erstmal jetzt die Front hier an. Was auf jeden Fall direkt erstmal auffällt, ist, wir haben jetzt unten zwei Tagfahrlichter und hier oben im bösen Blick. Optisch finde ich, passt das auf jeden Fall sehr, sehr gut und vor allem auch die Tagfahrlichter, da ich eh so ein kleiner Fan von Tagfahrlichter bin, ist es eigentlich relativ cool. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht groß zu der Front zu sagen, ist halt eine normale Golf-Front, also eine Vierer Golf-Front und ich werde jetzt erstmal kurz einfach mal die Motorhaube noch mit aufmachen. Lass mal da einfach nur mit reingucken. So, machen wir das Ganze mal hier auf. Gucken wir einfach mal da rein. Hier ist einfach nur dein Motor mit drin. Und ja, hier haben wir noch eine Batterie. Die ist noch so hier mit drin. Also im Großen und Ganzen gibt es da eigentlich nicht viel zu gucken. Aber ich wollte es einfach mal mit zeigen, weil es ja auch mal ganz interessant, hier rein zu gucken. Okay, haben wir das. Als nächstes kommen wir dann einfach mal hier auf diese Seite. Es ist ja vielleicht im Video aufgefallen oder zumindest jetzt im Carporn, dass ich tatsächlich dort andere Felgen hatte. Jedenfalls ja, hatte ich zwischendrin schon einen Reifenwechsel, also einen Winterreifenwechsel und deswegen sind jetzt hier andere Reifen drauf. Ist es nun mal so, Radkappen, die habe ich mir neu geholt gehabt, also ich finde, optisch passt das auf jeden Fall. Man hat ja hier zum Beispiel als Farbe blau, was optisch auf jeden Fall auch zu den Reifen passt. Was wir hier hinten noch als kleines Upgrade sozusagen haben, ist diese Tönungsfolie ist noch mit drauf. Die war auch schon im Vorhinein mit drauf, also die habe ich nicht selber mit drauf gemacht. Aber im Großen und Ganzen, ja, finde ich, sieht es auch irgendwie so ein bisschen so dunkel aus, was relativ cool ist. Ja, kommen wir doch einfach mal jetzt hier direkt hinter. Was mir ja auch direkt auffällt, ist, wir haben ja hier diese weißen Lichter. Ich hatte erst vor, die durch ja so Smoke Dark oder Dark Smoke zu ersetzen. Dachte mir aber im Nachhinein, den Aufwand spare ich mir und mal davon abgesehen, sehen die auch ja relativ cool aus. Kommen wir mal noch zum Kofferraum. Hier schauen wir einfach mal rein. Ich finde, der Platz ist eigentlich komplett ausreichend. Ist ein schöner Kofferraum und wenn man jetzt die Rückbänke auch noch mit rummacht, dann hat man auch nochmal einen viel größeren Kofferraum, was echt nice ist. Ja, wir haben hier auch noch eine Hutablage. Die ist auch sehr, sehr praktisch. Kann man halt Sachen ablegen, wie zum Beispiel auch ein Notebook, wenn man mal irgendwas machen möchte. Ist eigentlich relativ praktisch. Oder hier zum Beispiel liegt noch das iPad. Ja, also die Hutablage ist sehr, sehr toll. Und im Allgemeinen der Kofferraum gefällt mir ja von der Größe her auch sehr gut. Machen wir den auch mal wieder mal zu. So, kommen wir mal jetzt als nächstes noch zum Interieur hier. Es ist ja vielleicht aufgefallen, dass das ganze Auto ja hier logischerweise nur ein Dreitürer ist. Ich muss aber dazu sagen, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Es ist ein gemütliches Auto, auch wenn es nur ein Dreitürer ist. Und jetzt gehen wir mal einfach hier rein. Und da zeige ich euch jetzt noch ein bisschen was vom Interieur. Denn wie gesagt, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, habe ich hier auch schon ein paar Upgrades getätigt, die relativ nice sind. So, sind wir jetzt mal hier im Interieur am Start. Und ja, da gibt es noch ein bisschen was hier zu erzählen. Erstmal, ja, starten wir hier. Das ist ein kleines Handschuhfach, ist eigentlich jetzt nichts Krasses drin. Ein paar Sachen, ein paar Bücher hier, ein Kabel und so weiter und so fort. Also es ist nichts Besonderes. Ja, kommen wir mal kurz noch hier zur Mittelkonsole in der Mitte. Leute, ja, wir haben auf jeden Fall hier ein paar Sachen, ein paar Abstellmöglichkeiten, Staumöglichkeiten, einen Mülleimer hier drin. Die Handbremse ist natürlich auch mit am Start. Der Schaltknüppel ist auch schon ein bisschen abgenüffelt, aber ist natürlich logisch bei so einem älteren Auto. Ist es ja trotzdem nicht so schlimm. Ja, wir haben jetzt hier noch ein Android-Radio, ein Android 10-Radio, aber dazu erzähle ich jetzt noch nichts, dann wird es nämlich noch ein
extra Video geben. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Kommen wir mal noch kurz hier runter. Hier ist noch so eine, ja, ich sag mal eher ältere Klimasteuerung sozusagen. Ne, man kann ja hier die Temperatur einstellen, die Power sozusagen davon. Und ja, man kennt es eigentlich, ne, es ist normal. Und wir haben auch hier zum Glück eine Klimaanlage, denn wie ich gesehen habe, gibt es das nicht bei allen Golf 4er Modellen. Deswegen, da bin ich schon auf der sicheren Seite. Aber wir haben ja tatsächlich noch die alten analogen Einstellungsregel, sage ich jetzt einfach mal, was ich aber wirklich nicht schlimm finde. Also ich finde die tatsächlich auch relativ cool. Ja, kommen wir mal noch kurz hier hoch. Hier haben wir die Luftbläser. Was man bei denen auf jeden Fall sehen kann, ist, dass hier das Problem ist, dass man wirklich nur beide mit einer Steuerung steuern kann. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich habe auch mal schon mal gesehen gehabt, dass man auch sich noch andere logischerweise einbauen kann, wo man dann beide steuern kann. Das ist so ein kleiner Nachteil, ist aber jetzt nicht so wild. Wir haben noch die Warnblinkanlage, die Heizung für die Scheiben hinten und noch so einen kleinen Magnet, den ich mir extra noch geholt habe, damit ich mein Handy hier befestigen kann. Als nächstes haben wir dann hier noch das Lenkrad. Ich muss tatsächlich wirklich sagen, ist ein schönes Lenkrad, mir gefällt es optisch gut. Und dann haben wir noch hinten das ganz normale klassische Tacho. Ja, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Wir haben da noch kein Display drin, wo der Verbrauch jetzt irgendwie angezeigt wird. Wir sehen da einfach nur hauptsächlich ein paar Anzeigen, wie zum Beispiel, dass die Bremse und so weiter und so fort mit an ist. Ja, das ist erstmal alles zum Tacho. Also es gibt wirklich nicht viel hier zu zeigen oder zu sehen. Und was wir dann auch noch hier oben haben, wie man sehen kann, wir haben hier ein Head-Up-Display. Und das ist wirklich auch was richtig Schönes. Da kann ich einfach mal die Geschwindigkeit während der Fahrt besser beobachten. Aber genau zu dem Head-Up-Display wird es auf jeden Fall auch noch mal ein Video geben. Deswegen seid auf jeden Fall auch da mal gespannt. Und ja, wir haben dann hier auf der linken Fahrerseite natürlich auch noch ein paar Einstellungsrädel, ne, ganz normal, wie man es kennt, fürs Licht. Und was man hier auch oben unten sehen kann, eine Kurbel. Aber dazu sage ich im Fazit nochmal was. Ich komme jetzt auf jeden Fall rum, denn wir schauen uns jetzt mal noch die Rückbank an. Ich steige jetzt einfach mal hinten ein. Man muss tatsächlich sagen, es sieht jetzt vielleicht etwas eng aus tatsächlich, aber im Großen und Ganzen ist das eng gemütlich, denn, ja, hier sitzt gerade noch ein Regenschirm. Ich muss wirklich sagen, man sitzt hier wirklich gut hinten drin. Man hat natürlich auch noch den Luxus, dass man hier hinten auch noch die Lautsprecher hat. Und ja, also es ist wirklich echt schön, gemütliches Sitzen, und dabei hat man auch dann eine dunklere Scheibe, also die Sonne jetzt, wenn es groß die Sonne scheint, dann ja, ist es jetzt auch nicht irgendwie übelst hell hier drin. Also im Großen und Ganzen ist es wirklich sehr, sehr gemütlich. Ich selber sitze nicht so oft, beziehungsweise gar nicht hin. Ja, haben wir das auch erstmal hier geklärt. Genau, also da haben wir erstmal das ganze Interieur. Also mehr gibt es eigentlich nicht groß zu sagen. Und ja, jetzt werden wir mal noch eine kleine Spritztour machen. Also wir werden jetzt einfach nochmal schauen. Oder ich werde euch ein bisschen zeigen, wie das ganze Auto sich fährt. Und ja, dann gehen wir mal rein.
So, wir sind jetzt hier im Auto unterwegs und ja, ich werde jetzt einfach mal ein paar kurze Sachen zum Auto erzählen, wie sich das Auto erstmal fährt. Ich vergleiche das jetzt erstmal mit meiner Mutti ihr Auto, nämlich ein Skoda Fabia. Da kann ich es eigentlich am besten erklären. Erstmal im Großen und Ganzen fährt sich der Golf 4 hier auf jeden Fall gröber. Also bei meiner Mutti ihrem Skoda Fabia ist es so, dass zum Beispiel das Lenkrad smoother ist, das Auto liegt smoother auf der Fahrbahn, es ist nicht so laut im Innenraum. Da ich ja jetzt eben noch die Winterreifen mit drauf habe, ja, ist es im Großen und Ganzen auch noch mal ein bisschen lauter. Aber naja, das ist eben jetzt nun mal so. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sich das Auto trotzdem sehr, sehr gut fährt. Auch mit dem Lenkrad jetzt hier. Ich kann jetzt auch mal kurz so einen kleinen Schwenkertest machen. Und ja, das ist eigentlich relativ gut. Wir machen jetzt mal noch so einen kleinen Geschwindigkeitstest. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Gas geben. Und ja, dann sehen wir mal, wie das Ganze aussieht. Und ja, also Beschleunigung ist schon richtig stabil. Jetzt sind wir schon bei 100 km/h. Es wird dann auch schon lauter. Das wird man wahrscheinlich im Hintergrund hören. Was man dazu auch noch sagen kann, zu dem Auto jetzt mal allgemein. Die Sicht ist relativ gut. Also man sieht eigentlich überall sehr viel. Rückspiegel kann ich viel gut sehen. Ich kann zum Beispiel auch saugut, wenn ich jetzt einparke, kann ich auch richtig gut hinten alles sehen. Also mittels der Fensterscheibe und so weiter und so fort und allgemein nach außen ist relativ gut. Ein kleines Manko gibt es aber tatsächlich noch. Und zwar, das ist der rechte Außenspiegel. Ja, der ist nämlich, wenn man das auch sieht, das sieht man auch optisch gegenüber jetzt zum Beispiel meinem Spiegel auf meiner Seite. Der ist relativ klein und das ist eine große Einschränkung, wenn man das so sehen kann, ist es halt das Problem. Ich habe den Spiegel so eingestellt, dass ich nach unten gucken muss, um das hinten zu sehen und oben nach oben mich lehnen muss, um dann eben halt zum Beispiel die Markierung auf der Straße zu sehen. Muss ich mal noch schauen und den noch mal ein bisschen anders umstellen, ja, weil es ist schwierig, muss man dazu sagen, bei dem Spiegel tatsächlich, weil ich auch in der Fahrschule was anderes gewöhnt war. Ja, aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, sonst die Sicht ist wirklich, das ist wirklich was richtig Gutes und im Allgemeinen auch der ganze Fahrstil von dem Auto, ja, ist eigentlich auch mega nice. Ja, und das ist erstmal alles zu dem, was ich eigentlich sagen wollte im Auto und jetzt kommen wir mal noch insgesamt zum ganzen Fazit von dem Auto. So, kommen wir mal noch am Ende zum Fazit von diesem Auto. Ich starte jetzt erstmal mit den Nachteilen vom Auto. Also wir haben jetzt hier zwei Sachen, die mir in der Zeit, die ich jetzt eben, also 5 Monate, in der ich jetzt eben fahre, sind mir tatsächlich aufgefallen, beziehungsweise sind auch tatsächlich, ja, ein bisschen nervig, muss ich tatsächlich sagen. Als erstes erstmal die Fensterkurbel, die ja das Auto hier drinnen mit hat. Und zwar ist dort eben das Problem, in dem Sinne, vor allem im Sommer, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine längere Strecke fahren möchte und ich möchte die Klimaanlage anmachen, aber am Anfang macht man logischerweise nicht gleich die Klimaanlage an, dann mache ich erstmal beide Fenster auf, sonst ist es ja logischerweise zu warm. Das Problem ist daran bloß, wenn ich dann die Klimaanlage wieder anmachen möchte, ist halt noch das rechte Fenster auf, weil ich das ja nicht zumachen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Also während der Fahrt das andere Fenster noch zumachen, ist ein bisschen schwierig. Ja, und das ist dann doch eher so ein kleiner Nachteil, trotz dass man auch, ja, die Fenster runter machen kann, wenn das Auto aus ist. Und der zweite Nachteil ist eben, dass das Auto keine Zentralverriegelung hat. Ich muss jede Tür einzeln auf- und zuschließen, was, wenn man sich das vorstellt, relativ nervig ist. Und ja, tatsächlich ist es das auch. Ja, aber man gewöhnt sich auch dran, man hat dann auch einen besseren Workflow, ein bisschen bessere Routine auch mit drin. Aber ja, man muss dazu sagen, es ist mein allererstes Auto und ich kann noch nicht alles erwarten. Ich habe jetzt zum Glück ein Auto überhaupt gefunden und klar, jeder fängt mal klein an, deswegen muss man auch mal so welche Nachteile in Kauf nehmen. Kommen wir mal noch zu den Vorteilen, was ja jetzt eigentlich alles andere ist. Und zwar erstmal, da das ja jetzt noch ein älteres Modell ist, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass man die Kabel viel, viel besser und einfacher verstecken kann. Also jetzt zum Beispiel, da ich ja jetzt eben dieses Android-Radio mit drin habe und das auch das Head-Up-Display, das ist ja auch verkabelt mit, ja, dem Radio für Strom, für die Stromversorgung. Und das kann ich ganz einfach wegführen, also praktisch liegt das Kabel unten mit drin, also man sieht es eigentlich gar nicht. Was natürlich ein großer Vorteil zu neueren Autos ist, weil dort ist die Möglichkeit nicht mehr so gegeben. Und natürlich haben wir auch ein, ja, normales, aber doch schon cooles Soundsystem hier im Auto mit drin. Und worauf ich überhaupt hinaus möchte, ist, wir haben hinten drinnen, also da wo die Hutablage ist, auch noch zwei extra Lautsprecher mit drinnen. Das sind zwar keine Surround-Lautsprecher, aber die unterstützen praktisch auch mal einfach nochmal den Sound. Und ja, im Großen und Ganzen ist es echt cool, wenn man so Sound von hinten hat, Sound von vorne.
Und ja, durch das Radio, das werde ich dann auch nochmal in den extra Video vom Radio erklären, gibt es auch nochmal ein paar Vorteile. Und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinem allerersten Auto. Ja, mittlerweile ist es ja doch schon schwieriger, einen Gebrauchtwagen und dann noch einen, der nicht so viel kostet, zu finden. Ja, und das war's im Großen und Ganzen mit der Autovorstellung. Ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung und ein Abo natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und ciao!